Ich bin hier, um meine Geschichte zu erzählen. Ich bin seit mehreren Jahren bei der Bundeswehr. Ich bin geimpft, weil ich der Duldungspflicht unterliege. Ich wusste, wenn ich eine Impfung ablehne, trotz Befehls, kann es für mich Konsequenzen haben, dass ich unehrenhaft entlassen werde, dass mich Gerichtskosten erwarten, dass wenig Anwälte bereit sind, jemanden zu verteidigen. Und es ist nicht einfach, so zu sagen, ja, ich kündige und ich höre dann einfach auf. Nein, man muss sich dem Ganzen einfach stellen. Arrest, je nachdem. Also ich habe von Kameraden gehört, die haben Bewährung bekommen, weil sie sich nicht impfen gelassen haben. Es ist halt ein schweres Unterfangen. Aber man kann das von außen eigentlich gar nicht so realisieren, wie welchem Druck wir ausgesetzt sind und wie viele sich dem einfach gebeugt haben und sich einfach impfen gelassen haben, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollten. Ich hatte schon vorher Bedenken bezüglich der Impfung. Warum sollte ich mich impfen lassen? Ich war ja eigentlich gesund. Und im Endeffekt steht man auf einmal in irgendeinem Raum und wird dann einfach geimpft, obwohl man das eigentlich nicht will. Ich bin seit vielen Jahren Soldat, gehöre einer Gruppe von mittlerweile mehr als 1400 Soldaten sowie Zivilbediensteten der Bundeswehr und ihren Angehörigen an, die sich mit der aktuellen Situation in der Bundeswehr nicht mehr zufrieden geben können, weil wir der Auffassung sind, dass unser Dienstherr extrem fahrlässig mit unserer Gesundheit umgeht. Ich spreche heute stellvertretend für alle Gruppenmitglieder. Wir möchten auf die durch die Zwangsmaßnahmen hervorgerufenen Auswirkungen hinweisen. Den Soldaten ist mehr oder weniger bewusst, dass ein gewisses medizinisches Vorgehen erforderlich ist, um vor schweren Krankheitsverläufen geschützt zu sein. Das Soldatengesetz regelt unter anderem die Gesunderhaltungspflicht und die Patientenrechte. Aber wenn es um die sogenannte Corona-Impfung geht, dürfen wir nichts hinterfragen. Sobald dies der Fall ist, werden wir massiv von Vorgesetzten unter Druck gesetzt, denunziert, diffamiert und gemobbt oder müssen uns sogar disziplinarrechtlich vor einem Gericht verantworten. Weitere Folgen sind oftmals Gehaltskürzungen, Dienstausübungsverbot und Uniformtrageverbot. Dabei handelt der Dienstherr aus unserer Sicht grob fahrlässig, indem er gegen mehrere Paragraphen des Soldatengesetzes, wie der Pflicht zur Gesunderhaltung, der Kameradschaft, der Wahrheit und zu den Pflichten des Vorgesetzten, aber auch des BGB und StGB verstößt. Besonders entscheidend ist die Covid-19-Taschenkarte Impfen, in der die Bundeswehr dem bedingt zugelassenen Impfstoff eine höhere Sicherheit in Bezug auf Ansteckung und Weitergabe attestiert, unter anderem mit dem Zitat, trage bei zum Aufbau einer höheren Bevölkerungsimmunität. Die Hersteller Moderna, Pfizer, BioNTech haben jedoch bestätigt, dass sie die Produkte diesbezüglich nie getestet und oder entsprechende Studien dazu durchgeführt haben. Ich habe mir halt eben Sorgen gemacht und ich hatte Angst. Und beim Arzt hatte ich ein sehr langes Gespräch und immer wieder habe ich versucht, auf bestimmte Stoffe, die in der Impfung waren, aufmerksam zu machen. Habe auf bestimmte Nebenwirkungen angesprochen und so weiter. Und jedes Mal wurde immer gesagt, ja, das ist ja klar, aber Sie können ja auch an Corona sterben. Aber Sie können ja auch hier und immer wieder, ja, wenn Sie sich nicht impfen lassen, dann werden Sie mit Konsequenzen rechnen müssen. Ja, wenn Sie sich nicht impfen lassen, und dann müssen Sie die Disziplinarmaßnahmen erdulden. Und, ach, das war einfach ein Hin und Her an Ballwerfen. Ein ewiges, man hat sich gefühlt wie in einem Raum. Also, man ist eingesperrt in diesen Raum und man fühlt sich nach und nach immer kleiner und kleiner wie eine Maus. Und man hat überhaupt gar kein Wort mehr, keine Meinung mehr. Man ist... Alles, was man sagt, wird zerschmettert, wie als würde man gegen Granit stoßen, permanent. Ich hatte irgendwann einfach gedacht,
Egal, was ich sage, egal, was ich mache, ich stoße nur auf Granit. Es ist egal, wo ich hingehe, mit wem ich rede, was ich mache. Egal, was ich sage, meine ganzen Befürchtungen und meine Ängste, das wird einfach nicht für voll genommen, nicht für ernst genommen. Es ist einfach so, du musst dich jetzt impfen lassen, fertig. Im Nachhinein hatte ich zu Hause, also ich habe eigentlich unmittelbar direkt danach gemerkt, ich hatte mit Sehstörungen zu tun, die ich natürlich versucht habe abzutun, weil ich mir das selber nicht eingestehen wollte. Ich habe Konzentrationsprobleme bekommen. Ich war immer ängstlicher. Ich habe angefangen, aus heiterem Himmel zu weinen. Ich war zu wenigen Sachen noch in der Lage, weil ich mich immer wieder mehr zurückzog. Ich wollte das alles nicht haben. Ich wollte dieses Zeug nicht in mir drin haben. Ich habe mich schlecht damit gefühlt. Ich fühle mich immer noch schlecht damit. Ich will das einfach nicht in meinem Körper haben. Ich wollte das nicht in meinem Körper haben. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Leider wurde in der Bundeswehr nicht entsprechend über die Neuartigkeit dieser medizinischen Maßnahme aufgeklärt oder Fragen sachgerecht beantwortet. Wir sollten aber mit unserer Unterschrift bestätigen, dass wir uns freiwillig impfen lassen. Wir stellen fest, dass die vermeintliche Impfung ihre attestierte Wirkung zu keiner Zeit bestätigt hat. Im Gegenteil, die Inzidenz war und ist phasenweise 3 bis 5 Mal so hoch wie in der restlichen Bevölkerung in der entsprechenden Altersgruppe. Die beobachteten Nebenwirkungen und massiven Ausfälle von anderen geimpften Kameraden ist besorgniserregend. Ebenso verzeichnen wir einen massiven Anstieg von diversen Nebenwirkungen, die von einer leichten Hautirritation bis hin zu Schlaganfällen, Herzinfarkten, Brust- und Hodenkrebs, Herzmuskelentzündung und im schlimmsten Fall zum Tod geführt haben oder noch führen werden. In Anbetracht der Tatsache, dass sich viele Angehörige der Bundeswehr nur aufgrund der Duldungspflicht haben impfen lassen, ohne dass diesen die gesetzlich vorgeschriebenen Alternativmöglichkeiten gezeigt wurden, handelt die Bundeswehr nicht nur grob fahrlässig, sondern auch unglaublich verantwortungslos. Wir sagen, es wurden nicht alle rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme der mRNA-Gentherapie in das Basisimpfschema der Bundeswehr erfüllt. Aus unserer Sicht haben sich viele Vorgesetzte der Bundeswehr in folgenden Punkten strafrechtlich angreifbar gemacht: grobe Fahrlässigkeit, Verstoß gegen das Arzneimittelwerbegesetz, Nötigung im Amt, Körperverletzung. Durch die Konzentrationsstörung und die Sehschwäche, die sich entwickelt hatte, habe ich immer gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir, irgendwas ist mit meinem Kopf nicht richtig. Ich hatte immer Probleme, ich war ängstlich. Und natürlich war der Antrieb auch nicht mehr da, weil ich immer dachte, dass mit meinem Körper was nicht in Ordnung ist. Und ich hatte auch teilweise Menstruationsbeschwerden, so einen anderen Zyklus. Und ich hatte das Gefühl, mein Blut hat sich verändert. Es war einfach, ich habe mich nicht in meiner Haut mehr wohlgefühlt. Ich selbst hatte nach der Corona-Impfung eine Corona-Infektion. Und bei den meisten war das auch immer so, dass unmittelbar nach der Impfung gab es direkt eine Infektion. Ob es jetzt die erste Impfung war, die zweite Impfung, die dritte Impfung. Bei vielen war es so, dass unmittelbar nach der Impfung direkt eine Infektion zustande kam, was mich auch natürlich sehr stutzig machte. Ich frage mich einfach nur, wie das sein kann, dass das nicht hinterfragt wird und dass das nicht medial geht und dass das scheinbar immer wieder vertuscht oder nicht von der Impfung, sondern von woanders herkommen würde und eine Untersuchung fände nicht statt. Wir finden einfach kein Gehör. Und jedes Mal müssen wir uns schämen oder verstecken, dass wir eine andere Meinung haben
Und es kann nicht sein. Es muss einfach untersucht werden. Es muss viel mehr an die Öffentlichkeit. Die Leute müssen sich trauen, die Wahrheit zu sagen. Wir fordern im Interesse der Wehrtauglichkeit und Gesundheit der Soldaten daher die sofortige Aussetzung aller duldungspflichtiger Impfstoffe und Gentherapien. Einen Untersuchungsausschuss zur Feststellung der Neutralität der Sanitätsdienste der gesamten Bundeswehr. Volle Kostentransparenz der Sanitätsversorgungszentren der Bundeswehr. Inpflichtnahme der Verantwortlichen. Und vor allem die Rehabilitierung aller Geschädigten. Ich bin seit circa 10 Jahren schon bei der Bundeswehr. Wollte immer Soldat sein. Ich wurde damals noch einberufen. Ja, war alles soweit eigentlich okay. Kameradschaft hat alles gepasst, war super. Dann irgendwann mal ist die Situation gekommen mit dieser Corona-Geschichte. Ja, und da kam ja immer mehr Druck und Druck. Und dann irgendwann mal kam das ja raus durch die Duldungspflicht, dass man sich ja Corona impfen sollen, muss. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte nicht geimpft werden, weil ich vernünftig aufgeklärt werden möchte. Und dann gab es gleich Krisentheater. Dann wussten die erstmal gar nicht, was los ist. Ja, musste ich erstmal 10 Minuten warten. Da kam der Feldwebel an. Meinte, das geht ja nicht. Wir haben für dich ja schon eine Spritze vorbereitet, aufgezogen. Wir haben ja Mangelware. Ich sagte, nee, ist nicht. Ich will eine vernünftige Aufklärung haben. Das geht nicht. Das ist, nee. Ja, und dann irgendwann mal wurde ich dann befohlen, das zu machen. Meinte, weiß ich nicht. Ja, und dann habe ich meinen Dienst bekommen von 500 Euro, die ich auch dann bezahlt habe. Ja, dann wurde ich nochmal befohlen, das zu machen. Und ja, dann habe ich ja noch eine Disziplinarstrafe bekommen, aber dann eine Stufe höher. Ja, und dann ging das ja schon zum Amtsgericht und dann Truppendienstgericht. Und dann doch einen Anwalt genommen, ja, dann erstmal Gericht gewesen. Verloren natürlich. Habe ich 2.400 Euro, sollte ich Strafe zahlen. Bin ich ja Berufung eingelegt oder ja Einspruch eingelegt. Jetzt kommt die zweite Verhandlung und ja, mal schauen, was da noch rauskommt. Und mein Verdacht, wieso ich so gehandelt habe, ist auch, ich sehe es in meiner kleinen Teileinheit, da ich da ca. 20% Ausfälle habe. Und 2 sind dauerhaft krank, die sind im Hamburger System, weil die da vor Wochen und Monaten lang krank waren, dann werden die langsam eingegliedert. Einer ist verstorben. Gut, er hatte die 4. Impfung auch bekommen, hat die in Mitte der Woche gekriegt, ist dann ja am Wochenende verstorben. Der dritte Bekannte, der auch nach der 3. Impfung, also nach dem Booster, der hatte wurde auch vom Truppenarzt auch gesagt, hatte diese Herzentzündung da, Herdbeutelentzündung gehabt. Musste eine Woche lang so ein Gerät tragen, dass sie es misst, weil man hat ihn angesehen, weil war ja kreideweiß, dann war er richtig rot, hat angefangen zu schwitzen. Der war einfach nur fertig. Ja, und jetzt fängt noch eine andere Kameradin an, dass ja auch mit dem Herzen was hat. Jetzt vor ein paar Wochen hat es bei ihr angefangen. Und da schläft immer wieder ihr Arm ein oder ihr Bein. Und jetzt wissen auch nicht, was Sache ist. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass es eine gute Entscheidung für mich war, das nicht zu machen. Und, ja, und deswegen sitze ich jetzt hier. Bin Soldat, komme nicht raus, wollen die nicht. Wird draußen wird immer gesagt, wir können einfach ausscheiden, entlassen werden. Ist leider aber nicht so. Die wollen uns einfach nicht entlassen und wollen uns einfach unter Druck, finanziell, psychisch, physisch kaputt machen. Schätze ich mal, ist meine Meinung nach. Ja, und das ist so meine Geschichte. Und möchte einfach nur noch raus, dass ich mal in meine Zukunft weiter gucken kann, weil im Moment weiß ich ja nicht, was morgen ist, kann ich nicht planen, wirklich. Jo. Ich weiß ja nicht, ob das so gut bei der Bundeswehr ankommt, sein Gesicht zu zeigen. Schätze ich mal, das geht ins Negative rüber und wer weiß, heutzutage kann alles passieren. Ne? Ja. Vielleicht, wenn es mal irgendwie mehr im Zivilen ein bisschen mehr aufpoppt, mehr Leute Bescheid wissen, dass man vielleicht dann mal irgendwie mehr Gesichter zeigen kann. Dann vielleicht, aber jetzt momentan würde ich erstmal ein bisschen vorsichtiger sein, ehrlich gesagt. Also ich bin Daniel, bin 40 Jahre alt, bin jetzt 20 Jahre bei der Bundeswehr, 12 Jahre Truppendienst und
dann nochmal 8 Jahre im Fachdienst. Ich habe einen offenen Brief an unseren Generalarzt geschrieben, also an den höchsten Vorgesetzten Sanitäter. Dann nächste Stufe war dann der Generalinspekteur. Da bin ich halt so ein bisschen auf die militärische und Vorgesetzten Schiene eingegangen. Da dachte ich nochmal, machst du halt den ganz großen Verteiler. Und dann habe ich halt im Prinzip Ministerin, also unsere Ministerin, Verteidigungsministerin, Bundeskanzler, Bundesminister und im Prinzip alle. Also eigentlich versucht irgendwie alle zu erreichen oder irgendjemanden zu erreichen, weil Antwort habe ich bisher auf noch gar nichts bekommen. Habe nie was gehört, also wahrscheinlich wurde das alles mit Schmunzeln hingenommen und abgestempelt. Ich habe meine Briefe da hochgeschrieben, ich habe auch bundeswehrintern was geschrieben. Danach war ich nach 1,5 Tagen halt draußen. Also für mich ist das halt einfach ein klares Bild, dass ich auch die Führung da aus ihrer Verantwortung halt stiehlt, dafür gerade zu stehen, was sie da eingetütet haben. Ja, wie allen Soldaten eigentlich ging es am 24.11.2021 los, wo für mich dann auch die Frage sich stellte, möchte ich mich impfen lassen oder nicht. Habe auch schon eigentlich im Sommer angefangen, mich mit der ganzen Sache zu beschäftigen. Und für mich war eigentlich relativ schnell klar, auch nach Umsetzung dieses Beschlusses des Schlichtungsausschusses, dass da gewisse Sachen für mich nicht so ganz konform waren und ich im Prinzip für mich entschieden habe, dass ich so die Sache nicht, also für mich persönlich nicht tragen kann. Also Hauptgrund meiner Entscheidung war eigentlich, dass mir meine Gesundheit wichtiger ist als das Geld. Und deswegen habe ich dann auch meinen Weg gegangen, den ich gegangen bin. Ja, kann man schwer ausdrücken, ne? Also man fühlt sich halt einfach nur abgestempelt, ne? Also als Mensch wird man halt nicht mehr behandelt, ne? Es ist halt einfach wie so ein Ding, ne? Und so passt nicht mehr rein, wird aussortiert, fertig, ne? Und ich war halt selber auch im Einsatz und ich habe auch einen jungen Kameraden da verloren und habe den nach Hause gebracht und seinen Eltern übergeben. Und das war für mich halt auch ein Punkt, für mich als Vorgesetzter, wo ich gesagt habe, ja, also ich möchte das nie wieder haben oder ich werde das auch nie wieder tun oder ich werde alles für meine Untergebenen tun, die nicht vorsätzlich irgendeiner Gefahr halt auszusetzen. Ne, und das ist halt auch der Punkt, was ich erst schon angesprochen habe, dass die Vorgesetzten eigentlich vorsätzlich und fahrlässig halt alle ihre Untergebenen halt da in offenes Messer laufen lassen. Ne? Und deswegen kann ich das aus der Warte halt überhaupt nicht nachvollziehen und habe halt auch im Grunde oder aufgrund dessen auch versucht, dann noch jungen Kameraden zu helfen. Also ich bin auch hingefahren in Dienststellen oder habe da angerufen. Das wurde mir natürlich auch wieder negativ angekreidet, dass ich da ein böser Soldat war. Aber das war eigentlich meine Selbstverständlichkeit, weil ich mir gesagt habe, nee, also den jungen Kameraden, man hat die da am Telefon, die sind da völlig fertig. Also mir bleibt halt nur noch eins halt übrig, denen halt irgendwie zu helfen. Und für den Dienstherrn war das halt nicht richtig, für mich aus menschlicher Sicht halt schon. Und ich kann auch dafür gerade stehen. Als der Befehl zur Impfung kam, mussten wir dann alle kurz vor Weihnachten hin. Wir wurden hingeführt unter dem Befehl, dass bei allen Ungeimpften, die erstmal ungeimpft sind, Fluchtgefahr bestünde und deswegen die unter Aufsicht zur Impfstraße geführt werden und begleitet werden, bis sie die Impfung erhalten haben. Du hast ja die Duldungspflicht, du hast die Duldungspflicht, du hast die Duldungspflicht. Ich habe immer nur gesagt, ich weiß, mehr habe ich nicht dazu gesagt, weil, wie gesagt, ab dem Punkt, wo die eingeführt wurde, durfte ich auch nicht mehr, darf ich ja nicht mehr sagen, möchte ich nicht, weil das ist verboten. Deswegen, wie gesagt, ich hatte ja Bedenken gehabt.
nach der ersten Impfung wollten dann alle wissen, ob ich dann geimpft bin. Wollte ich mich dann nicht zu äußern. Und dann ging ja dieses richtige Mobbing dann erst richtig los. Hat auch nicht lange gedauert, bis man mir dann ein Querdenker, Corona-Leugner, alles angehangen hat. Verschwörungstheoretiker, Impfgegner. Leute von draußen, die können das ja gar nicht nachvollziehen, wie das ist, unter diesem Zwang zu stehen und so behandelt zu werden, mit diesen Konsequenzen daraus, die da einem auch noch vorgeworfen werden. Wie gesagt, es stehen hier 3 Jahre Haft aus. 3 Jahre meiner Lebenszeit sollen mir genommen werden für eine Verweigerung eines Befehls, den ich nie verweigert habe, wo ich lediglich Bedenken geäußert habe. Dafür soll ich 3 Jahre in Haft gehen. Das macht einen mit emotional, macht das einen kaputt. Ich bin aus Überzeugung damals zur Bundeswehr gegangen. Ich wollte nie was anderes machen. Ich habe als kleiner Stöpsel schon gesagt, ich möchte zur Bundeswehr. Ich will meinem Land dienen. Mit der Intention bin ich zur Bundeswehr gegangen, mit totaler Euphorie. Wo andere gesagt haben, die Bundeswehr, das sind alles nur Mörder. Ich war immer anderer Meinung. Ich fand das toll, Uniform. Dieses Soldatische, dieses Kameradschaftliche, das war das, was das hat mich ausgemacht. Das fand ich super. Und dann so festzustellen, dass es diese Kameradschaft in der Bundeswehr gar nicht mehr gibt, dass es nur noch ein Haufen an Leute, die Karriere machen wollen. Im Endeffekt ist es bei der Bundeswehr nur noch friss oder stirb. Also meine Intention war eigentlich nicht, jetzt irgendwie ein Vorbild groß zu sein, sondern meine Intention war ja damals auch, also wie du schon sagtest, ich stand ja auch alleine da, habe halt dann einfach überlegt, ja wie kommst du halt jetzt noch an Leute ran, ne, die irgendwie gleiche Situation haben, einfach um Erfahrung auszutauschen und vielleicht auch, ich meine, ich weiß ja selber, dass einfach schon das Reden halt gut tut und einfach das Wissen darum, dass man halt nicht alleine ist, hat mir gut getan, aber ich habe es halt auch gesehen, dass halt vielen anderen das halt gut getan hat, einfach sich mal auszusprechen und das alles, ja, einfach mal so ein bisschen seelisch auch loszulassen. Oh Dolle, es kommt immer auf den Menschen an, auf die Person, ne, wie er drauf ist. Und ich zum Beispiel am Anfang, klar, ich hatte viel Bangel. Das war schon nicht ohne, dass da dachte, weil damit niemals gerechnet habe, dass ich wegen sowas mal irgendwie vor Gericht komme und dass es so heftig sein wird alles. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass es so ausartet. Dann hat man schon Druck. Aber irgendwann mal habe ich angefangen, ein bisschen ruhiger darüber nachzudenken, was soll mit mir passieren. Und meine Frau ist zum Glück auch sehr ruhig und die versteht es auch. Und das Gute auch, dass meine Frau so drauf ist. Ich glaube, hätte ich vielleicht eine andere Frau, die vielleicht nicht so wäre. Wer weiß, wo ich dann jetzt wäre. Aber so bin ich dann wieder runtergekommen. Und klar, man ist immer wieder nervös, wenn ich zum Disziplinarvorgesetzten gehen muss und da wieder einen draufkriegt. Aber ist immer so, ich bin ehrlich gesagt entspannter. Ich denke an das Schlimmste und hoffe an das Beste. Und dann so habe ich das diesen Gedanken. Meine Forderung, mein Wunsch. Also da, wo ich eigentlich schon die ganze Zeit halt hinterher bin und was ich auch gerne vollends aufgeklärt haben möchte, ist zum einen wirklich diese Einführung der Duldungspflicht, ob das halt alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Gerade dieser Schlichtungsausschuss, der da getagt hatte, der für mich halt immer noch so ein paar offene Fragen halt darstellt, auch gerade aus Sicht des Gesamtvertrauenspersonalrats. Weil für mich da einige Sachen sind, die halt einfach nicht zusammenpassen. Ja klar, dass das halt aufgearbeitet wird, dass da ja endlich auch mal Tacheles geredet wird, offen und ehrlich. Und die zweite Sache, also das ist eigentlich nicht keine Forderung, sondern eigentlich auch eher so ein bisschen ein Wunsch oder Appell an die Kameraden, ja, die halt echt Probleme haben jetzt aufgrund dieser ganzen Geschichte, weil sie das halt mitgemacht haben. Dass sie halt einfach dranbleiben und sozusagen auch ihr Recht als Patient, jetzt nicht als Soldat, sondern einfach als Patient halt einfordern und wirklich auf den Grund ihrer Einschränkung halt gegangen wird. Ja, und da die Ärzte und ja, dieses System halt in die Verantwortung holen und sagen, hier Leute,
Mir geht's nicht gut. Ich war kerngesund, jetzt auf einmal nicht mehr. Ich will jetzt wissen, warum. Dass Sie ja auch ein bisschen vielleicht schauen, was mit den Soldaten gemacht wird, weil da hört man eigentlich gar nichts. Die meisten wissen davon ja nichts, leider. Dass wir immer noch unter der Duldungspflicht stehen und gezwungen werden, das zu machen. Die meisten Leute sind ja eigentlich schon durchgeimpft, außer, ja, ich weiß gar nicht wie viele, sind aber auf jeden Fall noch genug, die es nicht sind und jetzt unter so viel Druck stehen, dass man da ein bisschen mehr drüber redet und dass es ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit rauskommt, auch privat vielleicht mit Leuten mal anspricht und darüber redet. Weil wir sollen ja die Nation ja schützen, aber wenn wir dann durchgeimpft und krank geimpft werden, dann schützt uns keiner mehr. Also das wäre natürlich eine löbliche Forderung zu sagen, ja, also wenn wirklich die Führung jetzt feststellt, okay, wir haben da diese Nebenwirkungen und die sind immens höher als, ja, als eigentlich gedacht oder vorhergesagt, dann, also aus meiner Sicht, müssten natürlich die Verantwortlichen sofort einschreiten und sagen, nee, wir müssen jetzt aufhören damit, weil das kann ja nicht sein, ja, dass junge Soldaten entweder versterben oder halt plötzlich an oder mit körperlichen Leiden zu kämpfen haben, die völlig atypisch sind. Und das sind ja jetzt nicht nur Einzelfälle, sondern wenn man das mal über die komplette Bundeswehr zusammenfasst, sind das mehr als ein paar Einzelfälle und denke schon auch signifikantes Warnsignal zu sagen, Leute, jetzt müssen wir hier erstmal aufhören und gucken, woran liegt das halt? Und warum haben wir auf einmal so riesenhohe Krankenstände, die wir sonst in einer guten Grippewelle nicht hatten? Ja, also ich finde schon, dass da unsere Verantwortlichen da endlich auch mal den Bezug zur Realität jetzt endlich herstellen und sagen, Leute, jetzt müssen wir langsam mal die Reißleine ziehen. Ja, das ist traurig um jeden, der erkrankt, um jeden, der deswegen gestorben ist, weil das halt einfach mitgemacht hat oder mitmachen musste. Aber letzten Endes bleibt auch mir nur, das die ganze Sache anzunehmen. Irgendwie mit Mitteln wie hier zu versuchen, weiter aufzuklären, weiter die Leute aufzurütteln und zu hoffen, dass halt da oben irgendwann mal der Schalter umgelegt wird. Mehr bleibt halt leider irgendwie nicht. Ja. Traurig, aber wahr.